Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Unfinished Business, dem Original im Tempel der Katze. Und das sind verdammt viele Katzenmumien. Werdet ihr alle lebendig, wirklich? Hat er gerade schon irgendwas Beunruhigendes gehört? Du wirst nicht lebendig, zumindest noch nicht. Wenn ich hier eure Opfergaben stehle, ne? Wenn ihr alle Uzi-Munition wolltet auf dem Weg ins Totenreich und ich sie euch einfach wegnehme, ich... Die da vorne guckt aber in meine Richtung, das gefällt mir nicht. Hier links. Obwohl, die guckt in die Richtung und die andere guckt in die andere Richtung. Warum guckt ihr hier so seitlich? Warum? So nach dem Motto, geh da hin. Und die sagen mir hier, aber geh zurück, oder was? Zieh dich denn überhaupt auf euch? Noch nicht. Es ist trotzdem irgendwie alles beunruhigend. Da ist ein Schalter. Da ist irgendwie ein Weg. Ah, Kameramann. Na komm her. Hä? Wo bist du hin? Junge? Junge? Hä? Ja, da, die eine ist weg jetzt. Das heißt, ihr werdet echt alle lebendig der Reihe nach. Och nö. Ist ja mega nervig. Auch interessant aber, dass die Uzis ganz anders klingen irgendwie als auf der PlayStation, ne? Die haben hier einen ganz... Ach, hi! Ratatatata. Alter, der hat mich aber trotzdem ordentlich verletzt, obwohl er eigentlich mich gar nicht erreicht hat, so richtig. Das ist aber nicht nett. Oh, da liegt noch ein großes Medipack. Dann habe ich nichts gesagt. Das ist ja dann doch ganz nett. War ja klar, dass der nächste jetzt kommt. Ach, sogar zwei! Alter Schwede, nochmal. Sind noch welche von euch übrig, oder? Ach, scheiße, ja. Jetzt noch welche von euch übrig, oder habe ich euch jetzt endlich mal ausgerottet hier? Ihr dreckigen Katzenmumien, ey. Hier ist noch eine. Und da ist auch noch eine. Aber hier ansonsten ist jetzt alles leer. Nee, da ist auch noch einer. Okay. Aber anscheinend wirklich nur noch zwei. Die kommen garantiert, wenn ich den Schalter betätigt habe.
Ja, natürlich. Meine Güte. Bei anderen ist so ein Affentheater und ich habe so ein Katzentheater. Kann ich mich hier nicht hinsetzen und ausruhen? Jean, ich bin müde. Gib dem Mädchen eine kleine Pause. Ach nö. Ich wechsle nochmal zur Schrot. Was denn jetzt schon wieder? Ach nee. Ein sehr tödlicher Boden, was auch immer er ist, woraus auch immer er besteht. Man darf ihn nicht berühren. Okay. Okay, ich nehme mal an, man soll auch nicht so ganz runter. Ist aber nur meine Vermutung. Geronimo! Geht doch. Aber da unten schien irgendwie noch eine Mumie zu sein. Ach nee, das sind nur Zacken. Okay. Meine Güte. Wirklich ein seltsamer Ort hier. Wo bin ich hier nur gelandet? Was? Wo war diese Tür denn jetzt eigentlich? Wenigstens habe ich hier jetzt eine Brücke. Ach, hi! Hier war doch die Tür garantiert, ne? Ja, Gott sei Dank. Wir sind jetzt hier auch schon wieder lang. Ach.
dachte, wir hätten jetzt hier irgendwie mal langsam Levelende oder so. Nein! Meine Güte, Schrot leer. Das ist nicht schön, dass die Schrot leer ist. Aber wenn hier die ganze Zeit auch nur scheiß Gegner sind, ne, dann muss man ja auch ständig schweres Geschütz hier auffahren. Na, zum Glück hält ein Krokodil jetzt nicht so viel aus. Vor allem an Land sind die nicht ganz so gefährlich wie im Wasser. Da sind sie schon eher eine richtige Plage. Wenn man davon spricht, ne, da hat man gleich wieder eins. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Nein. Das hier wirklich alles irgendwie schwer und gut bewacht ist. Es geht ein bisschen auf den Keks. Am Anfang habe ich das noch so gelobt, ne? So, oh, schade, dass es nicht auch für Konsole rauskam. Und jetzt gerade denke ich mir, ja, muss auch nicht sein. Komm, zeig dich, sei mutig. Aber natürlich bist du nicht mutig, du bist eine kleine Drecksau, bist du mal wieder. Endlich. Okay, da sind irgendwo Platten runtergegangen. Alter, ich fühle mich so unbeholfen hier, das ist furchtbar. Und warum ist mein Menü lautlos? Das Menü hat auch schon keine Lust mehr. Ich bin einfach nur, dass dieses Level gerade endet. Ich möchte bitte ein neues Level. Eins, was wieder so schön ist wie das erste. Das hat mich total fasziniert und mir gefallen. Aber den Tempel der Katze, der hat mir am Anfang auch noch gefallen. Aber jetzt gerade irgendwie... Ach, hier sind die Klappen runtergegangen, wirklich. Aber das gefällt mir jetzt alles gerade gar nicht mehr. Es ist irgendwie nervig. Vielleicht werde ich es irgendwann lieben. Ne, wenn ich das ja auch irgendwie besser kenne, vielleicht spiele ich das irgendwann nochmal. Und dann sage ich mir so, hey, ist eigentlich auch voll cool. Und eigentlich ist es ja auch voll cool. Ich meine, ich bin froh, dass ich noch so zusätzliche Level habe. Was wirklich zum Original Tomb Raider 1 eigentlich gehört hat. Ne, nach wie vor. Versteht mich da nicht falsch, aber... Ich finde es gerade halt schon wirklich nicht easy, auf jeden Fall. Ich meine, andere finden das normale Tomb Raider 1 auch überhaupt nicht easy und sowas, ne? Auch wegen den Speicherkristallen und sowas alles. Und das finde ich dann wiederum voll easy und frage mich, was habt ihr für ein Problem? Aber naja, oh, das wollte ich nicht. Okay. Dann muss ich wohl hier rauf, um das mal hier irgendwie zu aktivieren. Genau, dachte ich mir. Alter, mal diese Bodenschalter hier. Okay. Was erwartet mich jetzt hier für ein Horror? Das Level jetzt nicht mal langsam vorbei, das geht schon ewig. Ich meine, hier sind zwei Schalter und eine goldene Tür. Dahinter könnte Levelende sonst sein. Aber was ist dann hier noch? Ach du Scheiße, nein. Okay, da sind Katzenköpfe drauf. Bei dem in der Mitte war ein Totenschädel. Deswegen ist das wahrscheinlich nur eine tödliche Falle und der falsche Weg. Aber hier sind auch Kätzchen. Ich will zuerst die tödliche Falle ausprobieren.
Weil hier werde ich definitiv sterben. Okay, ich werde nicht direkt sterben, aber es ist halt wirklich nur eine doofe Todesfalle, ne? Hier, je nachdem, wo ich hingehe, werden die zwei Mumien lebendig und ich krieg ansonsten gar nichts. Mach mal wieder zu. Ganz sicher verschließen. Dankeschön. Da will ich nicht nochmal rein. Man wird ja auch vorgewarnt. Das ist auf jeden Fall einfach nur eine Krypta. Was ist hier Schönes? Oh, ey. Nein, nicht doch zumachen. Ich wollte doch... Alter. Oh. Oh oh, hab schon wieder was gehört. Und hier ist die andere Tür wahrscheinlich, ne? Ja. Wahrscheinlich wäre ich dann durch die andere Tür hier rausgekommen. Kameramann. Ja, da ist die andere goldene Tür. Hallo? Hallo, Mumie. Was machst du da hinten? War die das hier aus dem anderen Raum? Ist die mitgetriggert worden? Fragezeichen. Stand da jetzt irgendwie Select Game, aber ich habe trotzdem gesaved. Okay. Überall so komische Blöcke und sowas. Ah, aber hier geht's wirklich hoch. Okay. Ach nee, nicht schon wieder. Es reicht doch mal wirklich mit Gegnern. Es reicht doch mal wirklich. Also was Gegner angeht, haben sie hier echt übertrieben. Mal ganz ehrlich, das muss nicht sein. Viel zu viel und viel zu nervig. Wirklich alle 5 Meter sofort Gegner, 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 Gegner. Ein Medipack, das ist nett. Ich mag Medipacks. Aber dass mein Menü lautlos ist, ist schon so ein bisschen seltsam. Ach so. Ich komme hier wirklich so gar nicht hoch. Achso, doch. Warte. Was ist das denn hier oben für ein blutroter Bereich? Lecker. Das sieht interessant aus. Lass mich raten, ich muss ganz nach oben zur goldenen Tür. Hm? Ist jedenfalls mal anzunehmen. Wieder mal ein super Weitsprung von Lara. Freut mich, dass du es geschafft hast, Mädchen. Okay, alles klar. Okay. Hier dürfte ich sogar runter, hier muss ich sogar runter. Ich weiß noch nicht, was mich hier erwarten wird, aber irgendwas auf jeden Fall. Natürlich, Gegner erwarten mich hier. Was auch sonst, ne? Natürlich.
Och, Kind. Ihr nervt mich wirklich, ey. Ihr seid einfach nur nervig. Wirklich, warum? Ich weiß ja, ich bin hier im Tempel der Katze, aber deswegen müsst ihr dich total mit Gegnern wirklich durchdrehen. Im ersten Level war es ja vor allem nicht weniger schlimm, als ich noch auf dem Weg sozusagen hierhin war. Alter Schwede, alter Schwede. Wirklich, warum sind hier so viele Gegner? Die müllen einen hier echt mit Gegnern zu. Die hatten echt keine Ideen mehr, was sie sonst machen können. So, ach, wir wollen Herausforderungen für den Spieler. Hier machen wir noch einen Gegner, noch einen Gegner, noch einen Gegner, noch einen Gegner. Ist echt so. Mindestens ein Part wird wahrscheinlich heißen Gegner ohne Ende oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's da hin? Hier ist nichts, okay. Haar. Ich meine, an sich ist es ja hier auch nicht mal eine richtige Sphinx oder sowas, sondern irgendwie eine riesige Katze, ne? Weil da ja auch diese Zacken in einer Art Maul sind, ne? Wie Zähne. Okay, das sieht irgendwie verdächtig aus. Ich glaube, es ist auch verdächtig. Aua. Na, gehst du auf dadurch? Nein. Du bleibst zu, aber ich habe dich doch eben von der anderen Seite gesehen. Okay, bahnen wir uns unseren Weg mal wieder etwas höher. Und hoffen, diese Scheiß-Level bald beenden zu können. Wie gesagt, es ist ja nicht komplett scheiße, aber es gibt doch vieles, was mich jetzt hier genervt hat. Vor allem diese Gegnermasse. Ne, langsam wird es wirklich albern halt. Na, was sag ich doch, hier, das ist irgendwie so eine goldene, große Katze, beziehungsweise eine pyramidenartige Katzenkreatur, Viech, Gedöns. Warum steht bei Save Game einfach Select Game? Wenigstens kommen hier hoffentlich nicht diese atlantischen Krieger, Viecher angeflattert, wenn ich jetzt hier drauf bin. Und oben ist wieder der schöne Sternenhimmel. Auch so eine Sache für sich, ne? Wirklich, wenn sie doch hier so einen Sternenhimmel gemacht haben und es konnten, warum gab es diesen schönen Sternenhimmel dann aber nicht im verlorenen Tal zum Beispiel? Oder so. Na, sie konnten es doch. Na, einfach so ein paar weiße Pünktchen dahinsetzen, die ein bisschen so funkeln lassen und fertig ist. Aber nein, sie haben es einfach nur schwarz gemacht wie... keine Hoffnung. Ich meine, ist ja so ein bisschen hoffnungslos gewesen vielleicht, ne? Alles voller Dinos und ansonsten, du fühlst dich einfach nur tot. Je nachdem, ne? Wenn man da so unwissentlich noch ist, zum ersten Mal und so. Aber naja. Immer höher hinauf, schalalalala. Kommt da schon wieder ein Gegner? Ich glaub's nicht. Lasst mich in Ruhe, Leute. Wirklich. Mir reicht's mit euch. Ihr geht mir auf den Sack. Ihr geht mir auf den Beutel, auf den Geldbeutel. Muss ich jetzt hier vielleicht auch wirklich runter oder so? Weiß ich nicht. Ah, das hier ist wirklich in dieser Hinsicht der Tempel der Katze. Das ist wirklich ungewöhnlich, ne? Nicht mal so eine Sphinx oder sowas, sondern einfach hier sowas halt. So eine Riesenkatze quasi. Kann ich zu dir eigentlich hinspringen? Das ist mal die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ah, vielleicht, aber ich habe mich nicht so richtig getraut. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich will. Ob ich dahin will oder nicht. Was ist denn hier an der Seite? Irgendeine Tür oder ein Schalter oder sowas, aber nee, irgendwie nicht. Ah, deswegen ist das da aber auch rot gewesen, weil das quasi ja einfach nur das Maul von dem Viech ist.
Sehr interessant. Mal gucken, ob auf der anderen Seite auch noch so ein Gegner wieder entgegenkommt. Weil irgendwie muss ich ja zu dem Katzenviech auf jeden Fall hin, um voranzukommen. Vielleicht muss ich wirklich zur großen Katze dann hinspringen. Oder so. Oder da vorne auf diese goldene Plattform. Ich weiß es halt nicht genau. Da hinten ist auf jeden Fall eine goldene Tür. Frage ist, wie ich diese Tür aufbekomme. Wahrscheinlich muss ich dafür wirklich dann diese Plattform hier vorne berühren. Und da irgendwie hingelangen. Die Frage ist nur, wie? Na, wie soll ich denn da hinkommen? Positionierer benutzen, ne? Früher gab es ja bei den ersten Custom-Levels, oder vielleicht gibt es dann auch heute noch so einen Positionierer, wo du dich dann auch irgendwo hin manövrieren konntest, einfach, wo du aber nicht unbedingt hin solltest oder sowas. Oder wenn du nicht den Weg halt gefunden hast, konntest du da auch das einstellen einfach und dann hast dich da quasi hingebeamt. Aber du musst es halt auch so ein bisschen ausprobieren, wirklich wie, wo, wie, wann, warum, wozu, weshalb. Warte mal. Ich glaube, ich sehe da was. Ich sehe was, was du nicht siehst. Obwohl, das hatte ich von der anderen Seite auch. Kann ich da aber vielleicht auf diese Ecke springen? Vielleicht. Oh ja, hier kann ich stehen, tatsächlich. Ha! Ja, war ja klar. Das ist aber scheiße. Schrotflinte? Zwei Schuss. Immerhin. Bam! Boom, Motherfucker. Okay, ich bin nicht gestorben. Ein Wunder. Weil der kann einen hier natürlich... Oh, ich muss hier gar nicht rauf. Aber ich kann hier rauf, komm. Ich bin der König der Welt. Jiha! Und ich sterbe mal nicht durch den Sternenhimmel. Ist das nicht schön? Oh, das sieht schön aus. Ich liebe ja auch im realen Leben einfach so den Himmel und sowas, ne? So Wolkenformationen oder wenn Sterne wirklich funkeln. Ich liebe das immer. Oh, die Zunge ist ausgefahren worden. Wie schön. Oh, aber die Tür ist zu. Mach die Tür doch auf. Da ist die besondere Katze, wo ich hin will. Hallo, Katze. Ich hätte das Gefühl, das Level endet jetzt hier wirklich. Wenn ich zu dir hinspringe wahrscheinlich, oder? Nee, einfach an sich irgendwie. 0 von 4 Secrets, Mann, war ich scheiße. Okay. Ah. Und jetzt haben wir hier wieder ein atlantisches Level. Lustigerweise weiß ich auf jeden Fall, dass... oh, da geht's ja sogar runter. Das Unfinished Business mit diesem Level beginnt im Remaster. Weil ich hatte mir das schon mal ein bisschen angeguckt, kurz reingelugt. Und da war das halt hier so. Und ich dachte, jetzt denke ich mir hier so, da haben sie aber viele Level weggelassen, ne? So theoretisch. Okay. Dann beende ich jetzt hier den Part, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Level wieder, welches da heißt. Atlantean Stronghold.
Das klingt nicht nett. Irgendwas mit Atlantisch. Das heißt nochmal Stronghold. Mal eben kurz gucken. Stronghold. Hochburg. Also Atlantische Hochburg, könnte man sagen. Okay. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch allen ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Part, ihr Lieben, wenn wir uns hier in Atlantis weiter umsehen. Ciao.